Hallo und herzlich willkommen, liebe Zombie-Freunde, zu Dying Light. Und jetzt haben wir einen echt gruseligen Part, ja. Es geht hier rein und ich bin wirklich gespannt, was uns hier erwartet. Eine leere Kiste, sehr schön. Oh ja, wir gehen nun in der Hellberg-Tunnel. Quarantänezone, Schwierigkeit hoch. Aber ich kann einen Dropkick. Upp, was macht er jetzt? Ah, immer dasselbe hier. Und jetzt ein Dropkick. Bam. Okay, ich komme nicht in die Tür. Okay, nun drücke ich drauf. Oh Mann. Im Hellberg-Tunnel. Ich weiß nicht, ob ich überlebe. Ein Hilfsgütertransport blieb in diesem Tunnel stecken, als ein Güterzug mit Chemiemüll entgleiste und ein Ende des Tunnels in eine Giftgaswolke hüllte. Bald darauf erklärte das Militär das Gebiet zur Quarantänezone und versperrte alle Zugänge. Wie in allen Tunneln wimmelt es hier von Feinden. Aber die Hilfsgüter sind einfach zu wertvoll, um sie verrotten zu lassen. Aber Vorsicht, vielleicht hat schon einmal jemand versucht, die Sachen zu bergen und wer weiß, was aus ihm geworden ist. Au, das bedeutet, da kommt bestimmt jetzt gleich so voll der Obermacker. Der Hellbergtunnel. Bergen Sie alle Katastrophenhilfspakete, Schilder hoch. Belohnung 2500 T. Ja, sicher berge ich alles da. Ich bin der übelste Berger. So, wir sind jetzt hier drin. Gruselig ist es ja. Ich mach mal hier einfach die Taschenlampe an. Ich mach einfach mal die Taschenlampe an. Yo. Dann gehen wir mal los hier. Oh oh. Bam, da kommt schon der erste hier. Zack, zack, zack. Erstmal einen Schlag hier. Ihr blöden Hässlingen hier. Kommt doch her da, was ist los? Ey. Yo, yo. Mein Gott, ey, die sind aber stark. Ey, ich hab hier den übelsten Schraub. Ah, schön. Ja, so mag ich das. Komm. Schön. Stirb. Sehr schön. So, jetzt muss ich reparieren. Macht gar nichts. Aber die halten schon was aus, die Jungs hier. Aber seinen Kopf habe ich weggeschlagen hier. Kommt noch einer, oder? Ja. Komm her. Bam, Junge. Bam. Und hier nochmal. Komm. Schön am Kopf bleibt da liegen, habe ich gesagt. Oh. Boah. Okay. Ich hoffe, ich kriege davon geborgene Pakete 5. 0 von 5. Gut. Boah. Was die aushält, du. Wahnsinn. Okay, 18. Boah, eine ganze Horde. Ich habe immer noch Molotow. Ach, shit. Komm her, stirb jetzt endlich doch. Oh. Jetzt weiß ich ja, warum das hier schwer ist. Wahnsinn, ey. So, abfackeln einmal die Jungs. Also. Wow. Auf jeden Fall gruselig, du. Mal lieber mal. Oh. Kommt schon wieder so ein Affe. Ein Affe. Ha, abgefackelt. Korrekt. Okay, ich kann ja noch ein paar Sachen bauen. Hier, stirb. So, kloppen wir uns hier durch. Boah. Ey, die kommen die ganze Zeit angerannt. Geht das jetzt echt die ganze Zeit so, oder was? Die wollen mich da wohl verarschen. Ey, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Da unten bin ich nicht sicher. Ha, super Sprung. Okay. Fackeln wir mal hier ein bisschen ab hier. Boah, die kommen hier sogar hoch. Nein. Die rennen mir hinterher, du echt. Kein Witz hier, oder was? Oh, ich bin schon tot, okay. Ja, was soll ich da machen, ne? Okay, drücken Sie halt. Ja, aber die kommen ja die ganze Zeit, das ist blöd. Ich dachte, man kann zumindest eine Menge Anzahl, die man töten kann, und dann geht's einem besser. Aber wenn die ja wirklich die ganze Zeit auf dich rennen, und die hier sind eh so stark, was soll ich denn da machen? Und da hinten war schon was Gelbes. Ach, hier drin im Wagen, oder was? Oder werden die Ziele markiert, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich gegen die beiden hier kämpfen soll. Weil die ja immer wieder kommen.
Noch so einer. Oh, ich bin schon wieder müde. Na, no, gehen mir echt am Sack. Zack, Junge, platzt der Kopf, du. Wenn ich mit dir fertig bin. Ah, da ist einer. Bam, Junge, hier. So, das schaffen wir schon. Oh, wird auf jeden Fall ein Gemetzelpart hier. Zack. So, aber ich will alles hier looten, ne? Ich will die blöden Pakete haben. So, ich muss mal kurz gucken. Ah, die Waffe ist schon wieder fast tot. Fast kaputt. So, Wurfstern haben wir, Kaffee. Was kann ich denn noch bauen? Molotow kann ich noch bauen? Ja, nehmen wir mal mit. Die sind hier sehr sinnvoll in dem Game. Kann ich es ein bisschen abfackeln. Industrie habe ich doch, glaube ich, schon, ne? Ja, die Blutungswaffe. Boah, Fertigkeitenpunkte habe ich noch. Doch, ey, ja, überall habe ich Fertigkeitenpunkte. Muss ich natürlich einsetzen. So, was haben wir denn hier? Je fitter sie werden, desto mehr Gesundheit können sie regenerieren. Auch sehr geil. Springen sie über Gegner hinweg. Okay, hier mache ich das. Und was haben wir hier? Parcoursbeherrschung. Verbessern sie sich im Parcours. Sie können länger rennen, schneller klettern, erhöhen schnell ihre Wendigkeit und erhalten Zugang zu neuen Leuten. Aber ich würde erst sagen, dass wir uns schneller heilen. Ich glaube, das ist besser. Oder, liebe Leute? Seid ihr dabei, oder? Ja. Und mehr Kampfpunkte. Das ist sehr, sehr gut. Und was haben wir denn hier? Sie lernen, wie sie Waffen effizienter einsetzen. Nahkampfwaffen halten länger. Ja, das ist natürlich viel geiler. Ein kräftiger Schlag, der ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Halten Sie linke Maus gedrückt und lassen Sie los. Erfordert eine Einhandwaffe. Okay, wir machen erstmal, dass die länger halten. Dann gehen die nicht so schnell kaputt. Okay, hier blinkt's doch. Ich will jetzt hier rein, ja. Komm, geh rein da. Boah, mein Herz. Lebt er? Gruselig. Der lebt tatsächlich, oder? Nein, lebt er nicht. Okay, Loot-Optik, da haben wir schon was. Katastrophenpaket, eins haben wir. Boah, geil. Und eine Kiste. Was ist denn hier drin? Eine Klinge, schön. Und eine Jeans. Brauche ich meine Jeans? So, ich hole mir die Pakete. Ich will wissen, was ich dafür bekomme. Außer die 2500. Oh, sehr gruselig. Kann ich hier auch noch rein? Nein. Muss man immer aufpassen. Nicht, dass auf einmal wieder... Da kommen sie schon. Ah ja, der brennt und ist voll weggeflogen. So, komm her. Brennst du erstmal nieder. Muss mich ja nicht mit jedem prügeln. Ich hoffe, der stirbt. Ah, da kommt noch so einer. Was ist das? Oh, tot. Von hinten angemurkst. Also, die brauchen dann nur zwei Schläge, da bin ich tot. Okay, ich muss da schon fast hier durchrennen. Macht nix. Aber war ja auch Schwierigkeit hoch, muss ich ja sagen. Puh. Ist auf jeden Fall nicht ohne hier. Komm, geh mal da hoch. 7 Molotov habe ich noch. Zumindest kommen die Kleinen nicht zu mir dann. Wenn ich hier oben bin. Boah. Leck mir am Arsch, ey. So, hier ist der nächste Wagen. Boah, hier runter. Boah, stirb endlich. Boah, so viel Molotow kann ich gar nicht bauen, wie ich brauche hier. So, die fackeln wir auch ab. Ich habe doch gar nicht die Waffe gewechselt, ey. Gib mir meinen Schraubstock wieder. Ah, da kommt wieder einer, oder? Da kommt da unten der Renner. Ah, da auch von hinten. Ah, den habe ich eine verpasst. Den habe ich eine verpasst, den Junge. Da kommt der nächste. Bam, Junge. Kommst gleich hier richtig. Du bist hier richtig auf der richtigen Adresse hier. Ich werde dich zerschnibbeln. Schön in die Eier rein hier. So mag ich das. Mein Gott, ey. Okay.
Oh, dieses Rumgegrunze da, das geht mir richtig auf den Sack, wisst ihr das? Dieses Hab ich gesagt, du darfst ausstehen? Ich muss die auf jeden Fall looten, damit ich wieder Rohstoffe kriege, damit ich meine Waffe reparieren kann. Komm. Boah, was ist das denn für welche? Was? Ach, das sind so Explosionsviecher. Boah, ich muss mich heilen. Kein Problem. Boah, noch so einer. Stirb jetzt endlich, Mann. Ja, zerplatzt in Zeitlupe. Das war very good. Mein Gott, stirb. Ich hab gesagt, du sollst sterben. Die explodieren da hinten selbst, oder? Komm, ich brauche jetzt Materialien. Jetzt lass doch mal Material hier fallen, Leute. Damit ich meine Waffe reparieren kann. Scheiß Zigaretten. So, ich muss jetzt hier rein. Boah. Leck mir am Arsch, es ist gruselig. Und die schreien die ganze Zeit. Quiek, quiek, quiek. Die kommen bestimmt auch hier in den Wagen rein, ne? Oh, da hinten, guck mal. Was ist das für einer? Der sieht mir nicht geheuer aus. Krieg von mir erstmal ein paar Schläge. Junge, was ist los, hä? Hallo? Ich will, dass du stirbst. Okay. Boah, liebe Leute, das ist so gruselig für mich, aber nein, Quatsch. Aber ich will auf jeden Fall hier gewinnen, ey, und nicht hier sterben. Gibt's hier noch was? Ja. Kann ich doch irgendwas machen hier, ja, cool. Vielleicht kann ich hier Licht anmachen. Oh, oh, da kommt wieder einer, komm, komm, komm. Boah, bam, Junge, du hast gedacht, du kannst mich erschrecken, oder was? Dann kriegst du von mir den Hammer, hier. Den Franzosen. Okay, kommen auf jeden Fall immer mehr. Nehmen wir jetzt mal das, den Hammer. Mal von hinten, oder was? Ihr Schweine, ey. Mein Gott, ey, Leute. Bleibt zu Hause. Boah, da kommt die ganze Family kommt hier. Ja, da stöhnst du, da schreist du, wenn ich dich gehammert habe. Mann, jetzt fall endlich tot um. Ich habe wieder keine Ausdauer. Ach, geht mir doch nicht im Sack. Und drüber. So, die Zombies werden wahrscheinlich da reinrennen. Weil die ja total dämlich sind. Ja. Ist gut, dass ich die Gleise unter Strom gesetzt habe. Das Problem ist nur, dass ich die eigentlich looten müsste. Oh! Boah, kommt der einfach da hoch, ey. Ich will dein Material haben. Zigaretten. Was habt ihr hier so für mich? Sprung! Sehr schön, ich komme hier rüber. Oh shit, komm, looten. Oh, mein Lebensenergie. Aber ich muss looten, ich brauche Materialien zum Bauen hier. Deswegen bin ich jetzt da reingejumpt. Aber die haben alle nur Zigaretten dabei. Ist ja gar nicht so mein Ding. Ich glaube, ich brauche hier so Plastikteile oder so. Kaffee. Sehr schön. Okay, gehen wir weiter. Ist ja schon mal schön, dass ich hier so ein bisschen Blödsinn gemacht habe mit Strom. Haben wir hier was? Irgendwas drin hier? Oh, oh, ein Renner. Ich kann die sogar sehen mit meiner ultimativen Sicht. Mein Gott, stirb's jetzt mal. Hammer, was die überleben, ne? Also drei Pakete noch. Schön looten. Oh, hier liegt was. Geld. Geld und nochmal Geld. Wahrscheinlich sind die wieder da reingerannt in ein Elektro-Ding. Das könnte meine Rettung sein. Ah, hier sind alles nur Dinger. Sie können einen neuen Gegenstand herstellen. Was denn? Boah, ist richtig brutal. Ah, ein Molotow. Sieh. Die brauche ich auf jeden Fall. Die retten mir den Arsch hier. Ich sag euch das. Böller hätte ich auch noch. Okay. Okay, da haben wir auch noch einen. Was?
Boah, da ist deiner zerplatzt. Boah, die kommen von allen Seiten, ne? Von hinten, von vorne. Ah, cool, der ist einfach so zerplatzt, so Spaß. Boah, was ist denn? Hallo. Die zerplatzen einfach hier so aus Spaß. Ich meine, ist in Ordnung, ne? Von mir aus können die den ganzen Tag zerplatzen, aber. Ich denke mir nur so, okay. So, stirb, du mit deinem Mundschutz hier. Ja, das sind halt ne, Zombies, die sich ein bisschen schützen wollen. Gegen irgendwelche Krankheiten und so. Ist doch nicht verkehrt. Oh nein, hallo, Mann, was ist denn los mit euch, ey? Habt ihr keine Hobbys? Gott. So, erstmal abfackeln hier. Mann, mein Hammer ist auch schon wieder fast im Arsch. Dann nehmen wir mal das Schwert hier. Ja, das Schwert sei schon. Mein Piekser. So, Zigaretten. Boah, stirb. Ich kann dich auch elektrizitieren hier. Zack, Junge, komm her. Zum Benutzen Medikit mache ich. Guck, wie der abzappelte. Interstellar abgezappelt hier. Komm, jetzt sterb endlich, Mann. Ich will den looten. Stirbst du jetzt mal? Kann ich. Der hat doch nichts dabei, oder? Da war schon wieder ein Grunzen. Ob der nächste Penner. Okay, ich verarsch den. Nimmst du das jetzt mal? Boah. Boah, komm rüber. Und rennen sie da rein? Ja, sie rennen die da rein, weil die dumm sind. Aber er nicht. Boah. Ja, komm. Ja, liebe Leute, man kann die echt gut verarschen. Einfach hier rüber sprengen. Ich glaube, das Ding ist noch meine Rettung hier. Weil die einfach total dämlich sind und mir folgen. Und dann werden die einfach sinngemäß hier reinfliegen. Und ich muss alles hier mitnehmen, damit ich hier zur Not auch Ressourcen finde. Ich muss immer mal nach hinten gucken, weil die wirklich, ach, da ist wieder der Wagen hier, weil die wirklich von allen Seiten kommen. Wird auf jeden Fall noch ein harter Kampf hier. Aber wie gesagt, Katastrophenpaket, ich will das unbedingt haben. Und ich werde mich hier mit meiner ganzen Kraft und alles, was ich habe, durchprügeln. Und ja. Ja, ja, kommt. Kommt rüber hier, komm. Ja, da kam wieder einer und hat sich gedacht, er gibt mir mal eine, aber das war's für ihn. Die sind auch alle da reingefallen, so ist geil, das macht mir echt Spaß, dass die so dämlich sind und natürlich auch sofort da reinrennen. Das ist wieder das Schöne an Zombie. Einfach nur dumm und haben nur eins im Sinn, mich zu töten. Na komm. Dann mache ich nämlich einfach hier so einen Sprung, spring drüber und die rennen nämlich dann hier drüber. Sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Oh, noch einen Kraftpunkt habe ich bekommen. Ein kräftiger Schlag den Boden bringt ihre Feinde zur Fall. Drücken sie zum Ausführen C, während sie in der Luft sind. Okay, und was haben wir hier? Wenn sie fitter werden, können sie noch mehr Schaden absorbieren. Panzerhaut, ja. Ich will auf jeden Fall mehr aushalten. Weil ich habe keinen Bock, dass ich sofort immer sterbe hier. Ich höre schon wieder einen Grunzen. Ah, ah, ah. Okay, okay. Komm, Metallteile habe ich gut. Der da hinten bleibt stehen, aber da ist auch noch irgendwas angezeigt hier. Ne, seht ihr das da hinten oder ist das auf der anderen Seite? Egal, wir gehen jetzt einfach mal. Na komm. Der hat einen Schaden hier. Der ist, hat auf jeden Fall einen Schaden gehabt. Und hat sich nicht bewegt. Elektronik. Ah. Aua. Na komm. Na komm, mein Junge. Okay, wir lassen die jetzt. Das dauert sonst zu lange. Bis die so dumm sind da. Hier ist wieder ein Wagen, wo ich rein muss. Ich hoffe, die stirbt jetzt. Ja, kann ich doch direkt looten. Zwei Molotovs habe ich noch. Nicht die Welt.
Aber wenigstens bis. Oh shit, das war ein Explo. Ein Explo-Monster, der habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein normales Zombie gewesen. Das war natürlich jetzt wieder mal typisch. Bumm. Wie bei Dead Island, da gibt es nämlich auch so welche. Boah, echt brutal hier. Okay. Boah, da kommen wieder welche, oder? Springen wir mal hier drauf. Und wieder so ein Explo-Monster. Gut, ich bin jetzt mal hier oben. Ich hoffe, ich bin in Sicherheit. Liebe Leute, ich mache hier einen Cut, ja? Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo es dann weitergeht hier durch die komischen Hellberg-Tunnel. Huhuhu, bin mal gespannt. Wir müssen noch ein paar Kisten sammeln davon. Und dann geht's ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.